Herzlich willkommen zurück zu Let's Play KOTOR. Wir stehen ja vor dem Energiefeld, das den Eingang zur Black Vulkar Basis blockiert. Mission will uns allerdings die Codes nicht rausrücken, bevor wir nicht ihren Freund Salva gerettet haben. Was wahrscheinlich eine gute Idee ist, weil sonst würde mein Charakter das vermutlich überspringen und ihr gar nicht erst helfen. Na komm, ich weiß, da ist eine Mine. Du brauchst keine Autopause zu machen. Mission sorgt. Ja, okay, die Leiter. Die Leiter geht, glaube ich, wieder nach oben. Rakul? Ah, Rakul! Rakul, Hinterhalt! Sie sind schlauer, als wir gedacht haben. Bereit. Ach du Scheiße, es sind noch 4 Stück oder so. Jetzt sind es nur noch 3. Da waren es nur noch 2. Na komm, triff. Gib sie. Und da waren es 0. Aha. Ja, gut gemacht. Gut gemacht, gut gemacht, gut gemacht. Von wo kamen die jetzt? Haben die hier eine Tür aufgemacht? Die sind schlauer, als ich gedacht habe. Mission? Sniper-Shot. Ja? Ha! 3 Schadenspunkte ist ziemlich erbärmlich. Klar. Die macht K vor dem Aufstellen. So war das in Ordnung jetzt, oder? Ja, keiner mehr da. Ich habe auch geguckt, man kann hier über Q und E kann man zwischen den benutzbaren Dingen im Sichtfeld umschalten. Das heißt, wenn jetzt irgendwo Sachen fallen, hebe ich die auch auf und übersehe die nicht. So, wo gehe ich rein? Ich gehe erstmal hier rein. Das sieht doch nach einem guten Raum aus. Um Hallo zu sagen. Immer mit dem Scharfschützenschuss. Ja. Ihr kriegt mich nie. Eine gamorianische Elite-Einheit. Mal sehen, ob ich die von der Seite abmetzeln kann, bevor sie... Ja! Bevor sie die Gelegenheit hat, irgendetwas zu machen. Auf wunderbar. Geht's. Oh, Khan. Das war aber knapp vor kurz, also hier. Hallo. Das war knapp vor kurz. Fast tot, guter Mann. So, ich pumpe weiterhin Sicherheit und überreden. Und heb mir den Rest erstmal auf. 18 Fähigkeitspunkte bis jetzt. Und ach, es gab überhaupt nichts, außer verbessertes Glück des Gauners. Okay, immerhin etwas. Wollen wir mal schauen. Kaf, steigerst weiter heilen. Damit die Medipacks bei dir besser wirken. Und wir geben dir, ich denke doch, verbesserte Unruhe. Außer mir fällt jetzt irgendwas super Cooles hier auf. Nee, nicht wirklich. Okay. Eine abgesperrte Tür. Da könnte Salva dahinter sein. Aber erstmal looten. Es gibt Dinge, die gehen einfach vor. Okay, dann machen wir hier nochmal die Tür auf. Ah, Rakul. Aber nur einer anscheinend. Das kriegen wir hin. Einer ist kein Problem. Den haben wir tot, bevor er gucken kann. Ja, das tat weh. Ja, die geben auch nicht mehr viele Erfahrungspunkte. Wahrscheinlich, weil ich ein Level-Up gehabt habe gerade. Sind jetzt von 50 Erfahrungspunkte auf 30 runtergegangen. Mehr von euch. Okay. Klar. Khan, mach dich bereit zum Flanken. Und wieder einer tot. Also das gefällt mir. Deswegen ist Gauner absolut eine meiner Lieblingsklassen. Von den 9, die es gibt. Mit Jedis. Und allen Kombinationen, meine ich. Also es gibt ja eigentlich nur 6 Klassen. Es gibt die 3 Jedi-Klassen. Und es gibt 3 normale Klassen. Bereit. So, eine Gasmine. Ich hoffe, die entschärfst du. Ich habe keine Lust, hier noch zu ersticken. Super. Gut gemacht. Dann müssen wir irgendwann auch... Granate! Ha! 20! Okay. Da komme ich doch mal klar. Damit kann ich doch leben. Khan? Nein, du bist nicht Khan. Du bist Khan. Ja. Khan kümmert sich hier um die, die Mission angreifen.
die werden wir schön abfangen. Boah, klar. Du gehst aber auch ab. Ja, sollte man gar nicht erwarten nach den ganzen komischen Dialogen, die wir zusammen hatten, dass du abgehst. So, ich habe mich relativ wirr durch das Ganze bewegt. Aber wir haben hier unten noch eine Menge zu erkunden. Schauen wir hier rein. Ah, eine Leiche. Wie schön. Computersonde. Ich suche eigentlich... Also wir müssten hier zwei von diesen Tagebüchern finden. Von diesen komischen... Schülern von Rukil. Und ich mache mir jetzt doch ein bisschen Sorge, muss mal nach Norden, da, dass ich eventuell mir diese dämliche Geschichte von ihm hätte anhören müssen. Müssen wir mal sehen. Also ich gehe sogar noch mal zurück, wenn es sein muss. Oh, hallo. Bereit. Euch habe ich ja ganz doll lieb. Ja. Ja? Mach den da. Khan kann sich alleine beschäftigen, ja. Der macht auch wunderbar. Flurry. Unruhe. Schieß ihn ab. So ist gut. Den hat sie sogar betäubt. Das ist, wie Betäubung aussieht. So, eine leichte Splittermine. Die muss ich alle verkaufen. Ja, das wird Geld geben. Das wird nochmal schön. Und hier haben wir ja immer noch kein Tagebuch. Vielleicht bei der skelettierten Leiche. Nein, auch nicht. Hä? Mach mal die Tür da auf. Kein Problem! Verstanden. Ja, hoffe ich doch. Hi, Gamorreaner. Und höchstwahrscheinlich auch bei Gamorreaner. Oh, prima. Na, wie war's? Mission hat ihn betäubt. Mission hat ihn betäubt und das war sein Ende. Hat er hey, nicht mal... Carth, du bist doch ein Pilot der Republik. Da bist du doch sicher schon viel rumgekommen, oder? Sag mal, was hältst du eigentlich von Taris? Ganz ehrlich, Mission, nicht viel. Die Vorurteile, die Gier der Reichen, während die Armen verhungern. Das ist kein schönes Bild. Ja, aber daran sind nur die Sith schuld. Bevor sie kamen, war es auch nicht viel besser, schätze ich. Vielleicht ist Taris doch nicht so toll, wie ich dachte. So ist es, Mission. Es gibt viele Welten, die besser sind als Taris. Ja, es gibt auch schlechtere, aber Taris ist kein Ort, an dem ein Kind leben sollte. Nicht mal, wenn es von einem Wookie beschützt wird. Hey, ich bin kein Kind. Und Zalbar und ich, wir beschützen uns gegenseitig. Big Z ist mein Freund, nicht mein Babysitter. Mann, ich wollte nur eine Antwort, keine Moralpredigt. Nicht so stürmisch, Kindchen. Nur ungezogene Gören verlieren nach einer einfachen Feststellung die Beherrschung. Wunderbar, wunderbar. Ja, ja. Carth hat so seinen Weg mit den Leuten, nicht? Der weiß genau, was er sagen muss. Du hast mir gar nichts zu sagen, Carth. Du bist nicht mein Vater. Obwohl, alt genug wärst du. Also behalte deine Ratschläge für dich, du alter Sack. Ich brauche sie nämlich nicht. Und ich muss mir das nicht länger antun. Belassen wir es dabei. Wir haben weiß Gott Wichtigeres zu tun. Ja, zum Beispiel hier diese Kiste plündern. Hä? Deswegen sind wir doch hierher gekommen. Kein Problem. Unter anderem. Verstanden. Eine Passagkarte. Salbas Bowcaster. Seine Laserarmbrust. Und eine Menge Granaten. Also wir nähern uns Salbar. Obwohl ich alles getan habe, geh mir aus dem Weg. Um es zu vermeiden. Zumindest scheint es ja so. Was? Carth, geh vor. Sieh mal einer an. Ein uraltes manuelles Schloss. Ganz ohne Computercodes. Sowas findet man auf Taris nur in der Kanalisation. Mit normalen Sonden kommst du bei solchen Schlössern nicht weiter. Aber keine Angst. Ich hatte schon mal mit so einem Ding zu tun. Was haben wir gleich? Tja. Oh, hallo. Ich bin auch froh, dich zu sehen, Big Z. Dachtest du etwa, ich hab dich vergessen? Mission und Zalbar. Für immer ein Team. Oh, wer ist dein Begleiter? Ich bin Talak Khan. Das sind meine neuen Freunde, Wixit. Ohne sie hätte ich dich hier nie rausgebracht.
Gibt es irgendeine Belohnung dafür, dass ich euch befreit habe? Nee, das kann ich natürlich nicht sagen. Wir haben ja eine Abmachung. Schön, dich kennenzulernen, denke ich. Wookie. Ihr kennt die Sprache meines Volkes? Das ist sehr selten. Ich bin beeindruckt. Naja, Mischen kann die Sprache deines Volkes, also warum nicht auch ich? Ihr habt mich vor einem Leben in Sklaverei bewahrt. Es gibt nur einen Weg, euch zu danken. Ich schwöre euch bei meinem Leben die Treue. Achso, du wirst also jetzt mein Sklave. Bist du sicher, Bigset? Überleg dir das lieber nochmal. Du musst dir ganz sicher sein. Ich bin mir sicher, Mischa. Das ist für mich von großer Wichtigkeit. Wir Wookies sind aufgrund unserer Kraft begehrte Sklaven in unserer Heimatwelt. Man betrachtet uns als Tiere, die man ausbeuten kann. Viele von uns wurden von Sklavenhändlern gefangen genommen. Wir müssen immer mit Überfällen auf unsere Dörfer rechnen. Als mich die Gamorreaner gefangen nahmen, dachte ich wäre zur Sklaverei verdammt. Dass ihr mich vor diesem Los bewahrt habt, kann ich euch nur durch eine Lebensschuld zurückzahlen. Zed schwört dir eine Lebensschuld. Wow, das ist gewaltig. Weißt du, was das heißt? Ja. Mal schauen. Was kann man denn da sagen? Der wandelnde Teppich verfolgt mich den Rest meines Lebens. Ja. Na, es ist so eine Art Loyalitätsschwur, oder? Die Lebensschuld ist der feierlichste Schwur, den ein Wookie ablegen kann. Er wird dir für den Rest deines Lebens folgen. Egal, wohin du gehst, egal, was du tust. Ihr seid alle Zeugen. Hiermit nehme ich diese Lebensschuld auf mich. Von heute an weiche ich nicht von eurer Seite, Talakkan. Möge mein Schwur so stark wie die Bäume sein. Ja, ich denke, das ist jetzt wohl gemacht, oder? Tut mir leid, aber du kannst es nicht ändern. Zalbar hat dir die Lebensschuld geschworen. Das ist ein heiliger Schwur. Den kann man nicht einfach so zurücknehmen. Tja, damit hast du mich natürlich auch am Hals. Ich lasse Bigset nicht allein. Ich habe ihn schon einmal fast verloren. Das passiert mir nicht nochmal. Oh. Ein Wookie und eine freche Straßengöre. Ja, im Prinzip helfen die mir ja. Bin ich ja sofort auf der Seite, ja. Klar, ich brauche mehr Leute. Mehr Leute heißt mehr Kraft, heißt bessere Überlebenschancen. Also, soll ich dir jetzt den geheimen Weg in die Basis der Vulker zeigen? Versprochen ist versprochen. Ich kenne eine Hintertür in das Lager dieser Bastarde. Ja. Ich komme besser mit. Die Vulker haben die Kanalisation mit einem Energieschild gesichert. Ich bin eine der wenigen Tarisianer, die wissen, wie man trotzdem reinkommt. Ich weiß nicht mehr genau, wie man hinkommt, aber es ist hier irgendwo in der Kanalisation. Im Nordosten, glaube ich. Hoffentlich ist der Rancor nicht mehr hier. Der Rancor? Bist du verrückt? Früher hat in diesem Teil der Kanalisation ein Rancor gelebt. Das Biest frisst alles, was ihm in die Klauen kommt. Und es ist riesig. Zum Glück sind Rancors dumm wie Bantamist. Ich habe mich immer an ihm vorbeigeschlichen. Uns fällt schon was ein. Es sei denn, du hast es dir anders überlegt. Nee, hab ich nicht. Ich mach den schon platt. Alles klar, dann mal los. Wie gesagt, irgendwo im Südosten. Such einfach nach einem Energieschild. Wenn du ihn siehst, sind wir da. Wir waren doch schon da. Wir haben's doch schon gesehen. So, dann nehmen wir das Fellknäuel mit und mischen. Karf kann sich zurückziehen. Ja. So, wunderbar. Dann schauen wir mal, was der Wookie kann. Der Wookie ist ein Level 4 Speer. Dadurch bekommt er Implantate umsonst. Das ist so die Hauptsache, an die ich mich erinnere bei der Klasse. Und was kann er denn? Sprengstoff und Bewusstsein. Also so wie Mischen. Okay. Reparieren. Das werde ich später machen. Heilen. Natürlich. Klar, heil dich. Du hast so viele Lebenspunkte, du kannst es wunderbar gebrauchen. So, er hat Power Attack gelernt, also starker Angriff. Und dann gibt es hier noch den starker Angriff Meister, okay. Interessante Benennung. Er ist ein Nahkämpfer. Ja, also ich gebe ihm jetzt entweder, bilde ich ihn auf 2 Waffenkampf aus. Aber ich denke, vorher bringe ich ihm die Unruhe komplett bei. Ich bin ein Riesenfan von Unruhe.
Er kann natürlich keine Rüstung tragen, was ein bisschen schade ist. Was haben wir hier? Rettungswürfe, ja, das kannst du haben, von mir aus. Und dann kannst du direkt Missions Vibro-Klinge nehmen. Ja, die ist toll. Und durch deinen affenartigen, ich meine Wookie-artigen, deine Wookie-artige Kraft hier, machst du auch ordentlich Schaden. Damit habe ich einen neuen Tank in meiner Gruppe. Was sagt denn die Map? Die Map sagt, hier oben sind wir so ziemlich durch. Wir müssen noch hier mal den Weg entlang gehen und dann da gucken. Und dann können wir uns eigentlich hier... Ja, da ist das Energiefeld. Da nochmal reingehen. Also ich habe das Gefühl, ich übersehe die Leichen von den Schülern von Rukil. Was ein bisschen sehr schade ist. Ah, okay. Klar. Was? Mission? Los geht's. Du bist dran. Da haben wir einen kleinen Roboter. Den könnte ich reparieren, theoretisch. Den Droiden da. Der würde helfen. Beim Kämpfen. Ah, Tagebuch des gelobten Landes. Wunderbar. Haben wir eins von gefunden, schau mal. Ich brauche aber noch eins. Damit ist schon mal klar, dass wir die einsammeln können, ohne sich die dämliche Geschichte angehört zu haben. Ja, ich habe wirklich Besseres zu tun, oder mein Charakter hat Besseres zu tun, als sich die Aberglauben, oder die abergläubischen Geschichten von diesen Primitivlingen anzuhören, ja? Sind schon irgendwo Primitivlinge. Ach komm, Mission, ja? Mach mal die Tür da auf, ja? Ich habe genug. Vergiss es, ohne die richtigen Codes kannst du die Energiefelder nicht abschalten. Aber heute ist dein Glückstag. Ich kenne die Codes. Ich habe sie einem schwarzen Vulka geklaut, der in der Kantine zu tief ins Glas geschaut hat. Lass mich mal an den Computer. Ich schalte die Energiefelder ab. Ja, das habe ich doch. Okay, danke. Danke, 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 Mission. So, aber wir können da noch nicht rein. Mir fehlt noch ein Tagebuch. Also habe ich wohl irgendwo vergessen. Ja, da. Hier kann man nochmal entlang wandern. Habe ich irgendwo vergessen, entlang zu laufen. Und ich hoffe, hier liegt jetzt keine Mine. Oh, hallo. Guck mal, der Wookie hat sich befreit und ein Schwert gefunden. Das wird schlecht für dich ausgehen. Ja. Mission ganz entspannt. Schlendert hoch. Wookie, lauf. Manchmal laufen die nicht. Nichts dabei gehabt. Na gut. Hier war ich schon. Hier war ich auch schon überall drin. Also da oben im Norden. Ja, da. Vielleicht direkt beim Eingang hätte ich gucken müssen. Vielleicht aber auch hier. Jetzt weiß ich schon nicht mehr, wo ich schon überall war. Ist aber interessant, dass die Schüler von Rukil alle, tote Rebellen sind. Das finde ich sehr lustig. Muss wohl irgendein, ich weiß nicht, ein Übersetzungsfehler sein. Ich meine, Rebellen, da denke ich direkt an Star Wars und zwar an die neueren Sachen. Du solltest was gegen deinen schlechten Atem machen. Ich will ja nichts sagen, aber du riechst noch schlimmer als sonst. Und das will was heißen. Ehrlich gesagt, war dein Atem schon ranzig, als wir dich aus der Gewalt der Gamorreaner befreit haben. Was haben dir die denn zu fressen gegeben? Gar nichts. Ich war nicht ihr Gastmission, ich war ein Gefangener. Sie haben sich nicht groß um mich gekümmert. Oh, Zalbar, das ist schrecklich. Ich weiß doch, wie du drauf bist, wenn du keine 8 Mahlzeiten am Tag bekommst. Ein Glück, dass du nicht verhungert bist. Einmal habe ich einen meiner Wächter in den Arm gebissen. Er hat widerlich geschmeckt, also habe ich ihn ausgespuckt. Tja, schlucken nicht spucken, Zalbar. Kein Wunder, dass dein Atem so schlecht ist, Big Zed. Gamorreaner schmecken wie Banterkacke. Wir müssen dir eine Zahnbürste besorgen, damit du dir die Beißer putzen kannst. Wookies putzen sich nicht die Zähne mischen. Das ist einfach so. Womit willst du mich noch demütigen? Mit einem Kamm? Vielleicht ein paar Schleifchen? Okay, entspann dich. Keine Zahnbürste. Mann, dann iss wenigstens was gegen den Gestank, okay? Und halte dich von Leuten fern, die dich in einen Käfig stecken wollen. Ich kümmere mich darum, sobald es geht, Mission.
Wir sollten uns jetzt auf die aktuellen Probleme konzentrieren. Ja, das ist nicht dem Wookie-Schleifchen ins Haar zu binden. Das ist ein Tagebuch zu finden, von dem mein Charakter gar nicht weiß, dass es hier ist. Aber wir müssen es finden. Ich will es haben. Ich will der Frau helfen können. Hier drin. Ja, die Tür haben wir nicht aufgemacht. Ach, hallo. Ja, da kannst du vielleicht ein bisschen Rakgul essen. Ich weiß nicht, ob die unbedingt besser schmecken als... Oh, okay. Mission hat sich... Mission schmollt anscheinend, nachdem ihre Vorschläge abgelehnt wurden. Komm, gib's ihm. So ist gut. Schauen wir uns den toten Rebell an. Der hat das zweite Tagebuch. Wunderbar, Tagebuch des gelobten Landes. Und das soll's auch gewesen sein für diese Ebene hier. Wir können jetzt eigentlich durch das Energiefeld... Wo ist es? Da. Wir können jetzt eigentlich durch das Energiefeld gehen und in die Basis der Black Vulka eindringen. Ja, hiermit müssten wir ziemlich fertig sein mit dem Teil des Spiels hier, mit dem Teil der Kanalisation. Und ich denke, das machen wir nächstes Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.